Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. In unserer derzeitigen Sidequest-Rundtour kümmern wir uns um den Racheengel. Und falls ihr noch nicht ganz durchschaut habt, wer der Racheengel ist, heute gibt es noch ein paar Tipps. Und wenn ihr es herausgefunden habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Denn heute geht es in die Arena. Wir müssen Kiri ein bisschen in der Arena weiterhelfen und ich freue mich drauf. Viel Spaß! Muss ich hier die Kirche auseinandernehmen. Wo ist das Viech? Wo hatte ich das gesehen? Hä? Bin ich jetzt blöd? Wie sind wir überhaupt da hochgekommen damals? Hier sind schon mal Treppen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Aha! Hier geht's runter. Ja! Chakra! Cool! Noch jemand mehr, den ich Chakra mitgeben kann. Das ist nice. Cool. Jetzt haben wir Chakra. Also, da leuchtet es auch noch ein bisschen gelb, ne? Kann ich auch dahin? Seht ihr das? Gelbes Leuchten. Achso, ne. Ist nur Licht. Aber gut, wir haben das Chakra eingesammelt. Sehr schön, somit haben wir ein zweites Mal Chakra. Das können wir dann Barrett oder so geben. Machen wir es jetzt, bevor ich es vergesse. So, Barrett, du kriegst auch dein Chakra. TP, Vita. Limit Vision, Provozieren, Glück. Eisra, gut, das werden wir nicht brauchen. So, Voltifa hat das Gebet und er hat dann Chakra. Sehr schön. Heilung ohne Ende. Ja, dann würde ich sagen, auf zum Kolosseum. Holen wir uns da noch ein paar tausend Quests ab. Oh, ich hätte gerne gesehen, wie die Chocobos gerannt sind. Aber gut. Ich muss jetzt leider aufhören, weil ich morgen zur Arbeit muss. Das Urlaub ist schon so schnell vorbei. So, wir sind im Kolosseum angekommen. Ich sehe schon, das sind meine geretteten Chocobos. Hallo? Da seid ihr ja wieder. Vor kurzem ist noch eins unserer Tiere aufgetaucht. Wusste ich's doch, dass ihr das schafft. Na los, den letzten findet ihr auch noch. An der eingestürzten Schnellstraße wurde wohl ein Chocobo gesehen. Mehr habe ich leider nicht für euch. Ich hoffe trotzdem, dass euch das bei der Suche hilft. Ja gut, in der nächsten Aufnahmesession werde ich ins Kolosseum gehen, da meine ganzen Kämpfe bestreiten und... Willst du wirklich nochmal zu Corneo? Ein Versuch ist es wert. Wieso nochmal? Wart ihr etwa schon mal bei dem Kerl? Kein Kommentar. Hä? Cloud? Ich will nicht drüber reden. Ich höre Musik. Wohl mehr überlebt, als ich gedacht hatte. Hallo, alter Mann. In meinem Alter hat man sich eine ruhige Minute mit guter Musik redlich verdient. Hm? Willst auch entspannen? Good night until tomorrow. So, dann wollen wir doch mal die letzten Reste hier von Final Fantasy zusammenkratzen. So, wir haben noch, ich wollte schon Dodos sagen, Chocobos zu retten.
Da wird auch schon was angezeigt. So, wir gucken mal auf die Karte. Chocobo-Suche. Wir haben einen neuen Chocobo. Und da haben wir auch noch was. Der kleine Wildfang. Oh, komm. Holen wir noch eine Quest ab. Noch 1000 Schritte, dann wissen wir, was diese Materie überhaupt will. Ich hab's selbst gesehen. Oder was sie macht. Stimmt, und wir wollten ja ins Kolosseum. Angeblich ist Corneo verschwunden. Nirgendwo aufzufinden. Verschwunden? Na geil. Na, gehen wir erstmal runter. Wir haben einen Kampf. Hallo? Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht. Fight on. Okay. Bumbümchen. Ein putzig anschauendes Plüschtier, das aus irgendeinem Grund explodiert. Okay. Beeilung, nur noch wenige Stücke verfügbar. Ist gekauft, aus irgendwelchen Gründen. So. Wir haben einige Fights heute zu erledigen. Hallo. Oh, Champion, du kommst gerade richtig. Diese Kiri, die heute ein Match antreten sollte, scheint kalte Füße bekommen zu haben. Wir warten schon seit Stunden und immer noch keine Spur. Wie wär's, Champ? Würdest du ihren Platz einnehmen? Erstmal freier Kampf. Ausgezeichnet, da bist du ja. Hier, such dir einen Gegner aus. So, oh, da haben wir wirklich einiges. Barrett versus wilde Bestien. Oh, Viererteam müssen wir auch noch machen. Das können wir gar nicht. Naja. Was bekommen wir hier? Tarotkarten. Mogri-Talisman. Geheimlehre der Kampfkunst Band 2. Und Handbuch zu Schusswaffen Band 2 und... Oh, alles klar. Dann machen wir erstmal Barrett versus wilde Tiere. Geschafft! Feierabend! Sehr schön. Barrett hat das Limit Katastrophe erlernt. Nice. Ah, Delfinschlag. Nice. Okay, Cloud vs. Shindra Schlägertrupp. Okay, mach ich. Oh, zuerst aufs Geschütz. Das war's. Ja. So, schön Störung. Störung ist das Beste. Bis hier und nicht weiter. Au! Neuer Versuch. Ins Schwarze! Nein. Hör auf damit. Keine Gnade. Okay. Störung. Das ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gewesen. Ich glaube, Schwertsturm hätte gereicht. Aber vielleicht hätte ich doch die zuerst platt machen sollen. Das Geschütz ist ja der Tank. Mach ich fürs nächste Mal. Flammenwerfer-Eins. Weißt du was? Für euch gibt's auf jeden Fall eine Störung. Los geht's. Schweine. Toll, zu spät. Ach, du Arzt, die sind echt stark. Okay. Hier muss ich ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen. Jetzt verzieh dich! Genug! So, perfekt. Jetzt machen wir Chakra. Feuersturm! Und Analyse muss ich. Nee, muss ich nicht machen. Feuer war gut gegen Feuer. Seltsamerweise. Ich bin bereit. Ja, wenn dein Kumpel nicht da ist, ist Kacke, ne? Ich ignoriere einfach dein Feuer. Ich kann mich selber heilen. Okay. Alles kein Problem.
Jeder von uns hat Heilung dabei, stimmt. Eigentlich dürfte das alles gar kein Problem sein. Nein! Der Tod wartet. Und tschüss! Lass mich zuerst deine Kollegen platt machen. So, direkt Verstörung rein. Mein Einsatz. Abschaum! Du bist ja fast im Arsch. Ist auch nochmal eine Störung. Der Feind ist geschwächt. Keine Chance. Oh ne, machen wir es so. Es ist aus. Wieso waren die Flammenwerfer so stark? Vielleicht, weil ich nicht drauf geachtet habe, nicht im Feuer zu stehen. Aber die waren zu zweit. Das war nahezu unmöglich. Ach Gott. Ja gut, zuerst die kleinen Viecher. Direkt mal mit Störung. Ich bin bereit. Jetzt oder nie. Oh, dann nervt er mich auch noch. Ich geh nicht weg. Danke. Die Beschwörung könnte ich einsetzen. Einfach nur für den Schildtypen. Weil ich den nicht mag. Ausgezeichnet. Bringen wir es hinter uns. Genug. Obwohl, eigentlich nicht. War jetzt Zerstörung, dann ist der auch hinüber. Mein Einsatz. Keine große Sache. Wieso sind die Kleinen immer die Stärkeren? Irgendwie mache ich alles komplett falsch. Ich hätte den einfach easy ausmachen können. Oh, hallo. Was hast du denn da hinter dir? Okay, Mr. Raketenwerfer, du bist nervig. Ich bin bereit. Verreck. Das ist uncool. Das sollte reichen. Verzieh dich! Gott, was der alles aushält. Oh, Sturmangriff. Ich hab's gerade noch gesehen. Ja. Nein, du bist vorher tot. Ach, verdammt. Komm. So, der ist schon mal weg. Du alleine kannst sowieso nichts. Komm. Kleine Störung für dich. Sehr gut. Verschwende. Impulshieb. Impulshieb. Keine Chance. Volle Kraft. Mutangriff. Nimm das. Reicht nicht. Jetzt. Na gut. Aber wenn er sich jetzt nicht bewegt, dann ist er tot. Nice. Das war's. Sehr schön. Nettes Kämpfchen, muss ich sagen. 10 WP für Cloud. Barrett. So, kommen wir zu dir. Oder erstmal zu dir. Da geht noch was. So. Direkt mal maximal Loot auf ihn. Ah, der tankt einiges weg. Aber der Raketenfuzzi muss auf jeden Fall weg. Der ist nervig. Du bist nervig, Junge. Ist mir egal, wie viel Leben ich verliere. Das tut weh. Ich durchlöcher dich wie ein Sieg.
Komm. Geh weg. Danke. Der wollte ich nicht. Auslöscher? Achso. Das Ding jetzt kriegt es. Das kann ich auch. Das bringt noch nicht viel. Okay, ich muss ein paar Schockschüsse, glaube ich, machen. Oh, jetzt erst recht. Wir einfach nichts machen können von Weitem. Wir schießen einfach beide auf uns. Sehr schön. Und jetzt maximale Wut auf ihn. Ach du Scheiße, das reicht einfach nicht. Barrett macht einfach keinen Schaden. Jedenfalls nicht gegen Maschinen. Was hast du denn für Magie? Vita. Na gut, dann mach mal Vita auf dich. Wir haben auch Chakra, aber egal. Wir haben genug MP. Wir können auch einfach die ganze Zeit auf uns schießen. Schaffe ich noch einen Schockschuss? Ja, habe ich doch geschafft. Nice. Und du bist hinüber. Okay, mit Tifa wird das wieder um Längen besser, weil sie hat auch die ganze Magie, ne? Muss man sagen. Stufe gestiegen. Das etwa schon alles? Ein Buch für Schusswaffen. Okay, dann der ganze Spaß nochmal für Tifa. So. Da war es nur noch einer, beziehungsweise ein paar Gegner. Und auch hier wird wahrscheinlich Blitz gut sein, ja? Ja, gegen beide. Danke, das war ja nur meine MP. Wolltest du gerade deinen eigenen Typen fertig machen? Mir egal, ich muss den hier kaputt machen. Hochtouren. So. Bleibst du noch du? Vielleicht beschwöre ich auch für dich, weil es ein bisschen länger dauert bei dir. Ich warte mal auf meine zweite ATB-Einheit. Dann beschwöre ich. Bist du bereit? So, und dann machen wir Blitzer. Dann machen wir Esper-Fähigkeit Chocobo Tritt. Und dann machen wir nochmal einen Blitzer rein. Genau das habe ich vermutet. Jetzt bist du am Arsch, mein Freund. Jetzt bist du richtig am Arsch. Danke. 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 Vielen Dank, Chocobo. Das wäre ja nicht nötig gewesen, dass du ihn wegschleppst. Der Chocobo ist scheiße. Naja, wenn er spätestens wenn er weggeht, ne? Oh. Kann ich mal mehr Magie machen. Ja gut, der Chocobo ist ja gleich eh weg. Dann macht er seinen Schaden und dann ist gut. Zur Not kann ich jetzt noch einen Blitzer machen, weil ich einen MP regeneriert habe. Na naja, gut, das wird reichen.
So, 27.